heute im Gegensatz zu vor 40 Jahren zum globalen und wirtschaftlichen Powerhouse aufgestiegen. China ist Exportweltmeister, China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, China hat die größte verarbeitende Industrie der Welt und China ist mittlerweile einer der größten Geber von Entwicklungsgeld. Allein für die Staaten Afrikas will China in den nächsten 3 Jahren 60 Milliarden Euro bereitstellen. Gleichzeitig ist China aber auch, man mag es kaum glauben, nach eigener Einschätzung Entwicklungsland. China stuft sich bei der Welthandelsorganisation WTO als Entwicklungsland ein und hat damit Anrecht auf weitgehende Zollfreiheiten und höhere CO2-Emissionen. Das ist blanker Hohn, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was macht unsere Bundesregierung? Sie schaut nicht nur beim Selbsteinstufungsprozess der WTO sprachlos zu. Nein, Deutschland unterstützt Aus- und Weiterbildung in China ausgerechnet in den Schlüsselbranchen der deutschen Industrie. Der Automobilindustrie, der Elektroindustrie, der Informations- und Telekommunikationstechnologie, der Chemieindustrie und der Medizintechnologie. Nach Angaben der Bundesregierung, also ihre eigenen Angaben vom 19.8., summieren sich diese zinssubventionierten KfW-Kredite seit 2013 auf sagenhafte 630 Millionen Euro. Davon 1% gehen davon nur an deutsche Unternehmen, die in China aktiv sind. Wir liefern also Know-how made in Germany für Chinas globale Hightech-Führerschaft, während in Deutschland der nächste PISA-Schock ausbricht.